meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns, von mir. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen oder je nachdem, wann ihr das Video schaut, einen ganz tollen Tag. Wir haben heute Freitag, es ist kurz vorm Wochenende und es ist 10:30 schon. Ich weiß gar nicht, wo jetzt die Zeit geblieben ist. Ich hatte eine traumhafte Nacht. Ja, Feline hat geschlafen von 8 Uhr gestern Abend bis heute Morgen 5:30. Dann hat Dennis sie gefüttert, weil er eh aufstehen musste zur Arbeit und dann haben wir nochmal von 6:30 bis 8:30 geschlafen. Hammer, ist schon wieder fast zu viel Schlaf für mich. Auf jeden Fall nehme ich euch heute wieder mit durch den Tag, die Sonne scheint. Ich möchte positive Energie rausstrahlen, weil wir das brauchen und weil das gut tut. Und deswegen, wenn ihr Lust habt, uns heute bei dem Video zu begleiten, wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß bei dem Video und bleibt doch einfach dran. I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Feline ist fleißig am Spielen. Da geht es ja momentan nicht so gut. Da sage ich gleich nochmal was zu. Aber sie spielt. Und das ist die Hauptsache. Jetzt versteinert sie gerade, weil ich die Kamera so auf sie halte. Jetzt versteinert sie so süß. Engelchen, du kannst ruhig weiterspielen. Alles ist gut. Sie ist auch noch im Pyjama. Ich denke, ich lasse sie jetzt auch im Pyjama, bis ich sie hinlege zum Mittagsschlaf. Und danach ziehe ich sie um. Oder Engelchen, machen wir uns heute gar keinen Stress. Einige haben übrigens gefragt, ob wir unseren Vollautomaten nicht mehr haben. Doch, haben wir. Der verstaubt hier allmählich. Momentan benutze ich irgendwie nur dieses 15-Euro-Ding aus dem Rossmann. Weil der frisch aufgebrüht ist und ja, ist halt einfach perfekt. Auch eine Tasse und man kann immer noch, ich sage es immer nur wieder, man kann Filterkaffee nicht mit Maschinenkaffee vergleichen. Das ist einfach mit der beste Kaffee oder es ist der beste Kaffee und deswegen machen wir uns eigentlich den immer frisch gefiltert. Am Wochenende gießen wir uns ja eh den Kaffee frisch auf. Da machen wir den ja eh handgebrüht. Und deswegen, weil er einfach so gut schmeckt, mache ich ihn mir jetzt einfach in meiner kleinen 15-Euro Kaffeemaschine. Während ich jetzt gerade hier den Kaffee mache, kann ich euch ja kurz sagen, was mit Feline los ist. Also Feline hat tatsächlich Magen-Darm-Grippe. Ja, das ist jetzt nicht so toll. Wir waren gestern beim Arzt oder ich bin gestern Morgen spontan zum Arzt gefahren. Heute gibt es Dunkin' Donuts Haselnuss. Auf jeden Fall hat sie irgendwie nichts drin behalten und hat sehr, sehr stark erbrochen. Also wirklich gebrochen, nicht nur gespuckt. Und dann bin ich direkt zum Arzt und meine Kinderärztin meinte auch direkt, das geht momentan rum. Das ist die schlimmste Zeit ever. Das ist halt Anfang des Jahres so und zu Ostern ist alles wieder gut. Hoffen wir mal. Also so an sich ist sie Gott sei Dank vom Wesen her super, super gut drauf. Sie spielt viel und sie hat kein Fieber oder sonstiges. Also das Gott sei Dank. Deswegen ist es für mich auch nicht so schwer, als wenn sie Fieber hat, ne? Wenn sie dann so regungslos da irgendwie liegt. Wir beobachten das Ganze. Ich versuche ihr viel Flüssigkeit zu geben. Wir haben vom Arzt das hier verschrieben bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das sind Elektrolyte, die sie durch den Durchfall einfach verliert und die wir ihr mitgeben. Nur Feline trinkt halt kein Wasser, ne? Überhaupt nicht. Also Wasser oder Tee habe ich ganz oft schon probiert, trinkt sie nicht. Und deswegen versuchen wir das immer mal wieder schlückchenweise zwischendurch. So, Kaffee läuft in meiner neuen wunderschönen Lieblingstasse. Das ändert sich auch oft das Design, ne? Aber lecker. Was Feline auch jetzt momentan in der Zeit hat, wo ich mich natürlich nicht beschweren will, ist, dass sie viel kuscheln will und viel Nähe sucht. Und das ist natürlich für eine Mama sehr, sehr schön. Ich bin wirklich in den letzten Tagen zu nichts gekommen. Es war alles irgendwie komisch. Und habe dann einfach vieles liegen lassen und einfach nur Feline gekuschelt. So, ich habe Feline jetzt hingelegt und meinen Kaffee genommen. Wir haben es jetzt schon 11 Uhr. Oh, wieso geht der Tag heute so schnell? Wahnsinn. Ich werde jetzt mich an den PC setzen, ein bisschen arbeiten, ein paar Sachen abarbeiten und dann hoffe ich, dass die Post bald kommt. Eigentlich müsste sie schon da gewesen sein. Ich spreche noch ein bisschen leiser, weil ich habe Feline hingelegt ins Bett und habe die Tür noch ein bisschen auf. Das braucht sie manchmal. Und dann melde ich mich einfach danach. So, meine Lieben, wir haben es 1 Uhr und Feline ist wach von ihrem Mittagsschlaf und ich mache ihr jetzt ihre Flasche. Die mache ich momentan ein bisschen anders als sonst, da sie ja mit Magen-Darm-Problemen zu kämpfen hat. Ich mache ihr jetzt ihr Wasser warm, das erwärme ich ihr ganz normal auf die Temperatur für die Flasche. Und dann mache ich einen Teebeutel rein. Und zwar habe ich hier diesen Tee.
den vom Baby Gym, den Bio Baby Tee Fenchel. Den kann man schon auf der zweiten Woche geben. Feline trinkt ja absolut keinen Tee, gar nichts. Und da sie ja mit dem Magen Probleme hat, werde ich dann in das Babywasser den Tee reinmachen. Den Teebeutel, werde das ein paar Minuten ziehen lassen. Dann haben wir halt den Tee und da rein tue ich dann die Pränahrung. Und ich werde auch dieselbe Menge an Wasser nehmen, nur die Pränahrung einen Löffel reduzieren. Und so trinkt das Feline auch, Gott sei Dank. Und wir wissen ja alle, dass Tee, wenn man Magenprobleme hat, wirklich immer ganz gut hilft. Also mache ich das Ganze jetzt mal. So, das zieht jetzt ein paar Minuten und dann kommt die Präda rein. Das sind gerade übrigens meine Tipps für euch, die ich euch geben kann. Feline hat ja nun mal Durchfall und dann ist es unerlässlich, dass sie leider auch ein bisschen einen wunden Popo bekommt. Und da hilft uns diese Creme wirklich wunderbar. Die Calendula-Creme von Weleda ist wirklich ganz, ganz toll. Da braucht man auch nur ganz, ganz wenig von. Die ist also wirklich sehr ergiebig. Und ein großer Geheimtipp, Heilwolle. Übrigens auch bei wunden Brustwarzen, für die Mamis, die vielleicht damit Probleme haben. Diese Wolle tue ich einfach ein bisschen mit in die Windel und dann hilft das wirklich unglaublich gut. Hier ist mein Mäuschen. Sie hat gerade fast eine ganze Flasche getrunken, das hat mich super gefreut. Mit dem Tee, das klappt wirklich gut, dann trinkt sie das auch. Ja, dieser Tipp mit dem Tee war echt der Knaller, den habe ich von Easy. Mega, mega gut, also danke dafür nochmal, Schatz. So hat sie wenigstens was, ein bisschen für den Magen, was sie beruhigt, ne Engelchen? Und jetzt warte ich, also ich muss mir gleich unbedingt auch was zu essen machen, ich habe mega Hunger. Ich warte jetzt aber noch so 10 Minuten und habe sie bei mir, falls sie das wieder ausspuckt, aber ich habe so ein gutes Gefühl. Sie ist auch super gut drauf und wir werden gleich rausgehen, weil wenn man krank ist, dann hilft frische Luft und Sonne immer, immer gut und das werden wir gleich machen, ne Engelchen? Möchtest du auch was sagen, mein Schatz? Felines Outfit ist heute übrigens ganz in Sternenoptik. Nein, lass mal die Kamera los, Engelchen. Also sie hat eine Hose und ein Oberteil an, nur in Sternen und rosa. Unten hat sie einen Kurzarmbody drunter. Ach, Engelchen, das ist Mamas Kamera. Und ein Halstuch. Ohne Halstuch, ihr wisst, geht gar nichts. So, meine Lieben, wir gehen jetzt raus. Ich habe den Kinderwagen und alles unten im Auto. Ich werde Feline wahrscheinlich so mitnehmen, ohne Babyschale. Und da suchen wir jetzt gerade ihre Sachen raus. Wir haben unten in der Babyschale noch einen riesen Sack, so einen richtigen Wärme-Wintersack. Deswegen werde ich sie jetzt da drin jetzt nicht nochmal dick einpacken. Sie bekommt einfach diese Jacke an, die ist von Fuchs und Kiwi. Dann bekommt sie ein Halstuch um, eine dicke Mütze und dicke Schüchen. Und Feline liegt hier und ich werde sie jetzt erstmal anziehen. Sie hat ja gut getrunken, es ist auch bis jetzt Gott sei Dank alles drin geblieben. So, wir sind draußen. Es ist so kalt. Ich habe mich so unterschätzt vom Anziehen her. Dabei ist es gar nicht an sich so kalt, aber der Wind macht mir gerade echt alles kaputt, Leute. Meine Augen sind so am Tränen. Ihr könnt mich jetzt auch gleich kaum sehen, aber dieser Schal rettet mich gerade. Und ich sag's euch, dieser Handmuff, den ich habe von My Junior, der rettet mich jedes Mal bei solchen Temperaturen. Oh, es ist wunderschön und es macht die Seele und den Kopf frei. Aber es ist auch wirklich kalt. So, und hier ist mein super duper Handwärmer. Ohne den könnte ich gar nicht mehr, ey. So, ich habe mich jetzt tatsächlich mal zu uns hinters Haus gesetzt. Und genieße jetzt noch hier die Sonne. Für den ist noch ein Kinderwagen. Und entspannt auch, bis sie jetzt nicht mehr will. So 5 oder 10 Minuten sitze ich jetzt hier noch. Und ohne Witz genieße einfach nur die Sonne. Tut mir leid, dass ich die Augen so kneife, aber es ist so hell. So, hallo meine Lieben, wir sind wieder drinnen, zu Hause. Meine Augen sind hier so trocken, weil es so kalte Luft war und meine Augen die ganze Zeit getränt haben. Wir waren gut, ich würde sagen, eine knappe Stunde draußen. Und dann habe ich mich noch hinten in die Sonne gesetzt, das war so schön. Also diese Sonne tut echt allen gut. Ich werde Feline jetzt noch einmal wickeln und dann werde ich sie, denke ich mal, noch einmal hinlegen. Vielleicht schläft sie noch mal so eine halbe Stunde. Und ich denke, die Luft hat ihr genauso gut getan wie mir. Dann werde ich mir irgendwas Warmes zu trinken machen. Ich weiß nicht, ob ich mir einen Kaffee mache oder irgendwas anderes. Und
Habe ich am Anfang gesagt, ich wollte eigentlich die Wohnung heute machen, ne? Tja, so verging der Tag. Und was haben wir gemacht? Wir haben nichts gemacht, nur gekuschelt und gespielt. Das ist übrigens hier ihr Highlight am Wickeltisch. Diese Schildkröte, die ist selbst gehäkelt. Und die hat halt so eine Rassel und diese Hupe, wo Feline total drauf abgeht, weil auf dem Wickeltisch braucht man immer irgendwas. Ne, Engelchen? Meine Süßen, ich habe mich jetzt gar nicht von euch verabschiedet. Der Abend ist jetzt angebrochen. Dennis ist schon da, der ist mit Feline am Spielen und ich würde mich aus dem Vlog einfach verabschieden. Ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen. Lasst mir wie immer gerne Feedback da, ihr wisst, wir lieben euch. Also passt auf euch auf, weil wir tun es auch. Bis zu unserem nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Bye, bye.